Ich begrüße Sie herzlich zu unserem achten Webinar Blickpunkt Geothermie mit Energie ins Wochenende. Wir freuen uns heute als Referenten Professor Dr. Georg Dresen, den Geschäftsführer der Fastlock GmbH, begrüßen zu dürfen. Kurz zum Ablauf des Webinars. Das Webinar wird aufgezeichnet und nächste Woche in unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir bitten Sie, sich in der nachfolgenden Diskussion über den Chat mit Fragen zu beteiligen. Und jetzt herzlich willkommen an Professor Dr. Dresen zu unserem Blickpunkt Geothermie mit der spannenden Frage: Können wir induzierte Erdbeben kontrollieren? Dazu wird uns Professor Dresen Ergebnisse aus dem IGS-Projekt in Helsinki vorstellen. Professor Dr. Georg Dresen hat 1984 an der Universität Bonn in Strukturgeologie promoviert und habilitierte sich 1990 an der TH Darmstadt. Im Anschluss war Professor Dresen bis 1993 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Geophysik am Department of Earth, Atmospheric and Planetary Science des MIT in Massachusetts. Seit 1992 ist er Professor an der Universität Potsdam und war bis 2017 Leiter der Arbeitsgruppe Geomechanik am Geoforschungszentrum in Potsdam. Er ist an zwei privatwirtschaftlichen Ausgründungen beteiligt, der Geomecon und der Fastlock GmbH. Als Geschäftsführer der Fastlock GmbH begrüßen wir Professor Dresen heute zu einem Vortrag über induzierte Seismizität. The floor is yours. Dankeschön, Herr Schneider, für die freundliche Einführung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist immer noch ein bisschen ungewohnt, hier im Büro zu sitzen und vor so einem Bildschirm den Webinarvortrag zu halten. Ich gehe direkt mal zum ersten Bild hier. Ich möchte Ihnen heute etwas darüber berichten, was wir über induzierte Erdbeben gelernt haben, die im Zusammenhang stehen mit EGS-Projekten. Sie sehen hier eine Vielzahl von Namen, die hier aufgelistet sind. Das sind die Kollegen, die an dem Fallbeispiel, über das ich berichten möchte, beteiligt waren und auch beteiligt waren an der wissenschaftlichen Auswertung, die sich daran angeschlossen hat. Ich bin angebunden an verschiedene Institutionen, das sehen Sie hier. Ich trete heute hier als der Geschäftsführer der Fastlock GmbH auf, die eine Ausgründung des GFZ ist. Deswegen möchte ich kurz ein wenig zum Zusammenhang der Fastlock mit dem GFZ berichten. Wie Herr Schneider gerade schon ausgeführt hat, hatte ich das Vergnügen, das Glück, mit der Gründung des Geoforschungszentrums 1992, 93 diese Geomechanikabteilung aufzubauen, die sich inzwischen weiter vergrößert hat, um das wissenschaftliche Bohren und nun geleitet wird von meinem jüngeren Kollegen hier, Professor Marco Bonhoff. Das heißt, wir haben hier einen Schwerpunkt seit einiger Zeit verfolgt, wo es um die Entstehung von Erdbeben geht, und zwar natürlichen Erdbeben und Beben, die durch technische Maßnahmen möglicherweise induziert werden. Und die Strategie, die wir dabei verfolgt haben und verfolgen, ist, dass wir versuchen, die physikalischen Prozesse, die für die Erdbebenentstehung und die Entwicklung von Beben eine Rolle spielen, im Labor zu untersuchen, wo wir also sozusagen maximale Auflösung und Beobachtungsmöglichkeiten haben. Wir haben dazu große Pressen. Ich hoffe, Sie können hier meinen Cursor sehen, wie diese Anlage hier, wo wir die Druck- und Temperaturbedingungen der Natur in der tieferen Kruste nachvollziehen können oder auch in der flachen Kruste natürlich und dann uns anschauen, was passiert. Hier ist so eine computertomografische Aufnahme zu sehen in der Mitte unten von einem Versuch, wo wir Bohrlochrandausbrüche studiert haben im Experiment. Aber das ist natürlich klar, um jetzt die Vorgänge in der Natur, die sich dort abspielen, zu erfassen, müssen wir auch in die Größenskala hinein, weil es einfach große Flächenelemente gibt und Störungen, die bei solchen Prozessen aktiviert werden, die wir natürlich im Labor nicht erfassen können. Und dafür nutzen wir Untertagelabore. Sie sehen hier unten die reiche Zeche, in der wir einen Versuch im Moment laufen haben, ein Experiment laufen haben mit verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen, Ruhr-Universität Bochum, Technische Universität Freiberg,
wo wir Stimulationsexperimente durchführen, also Hydrofrack-Entwicklung untersuchen. In anderen Fällen seismische Prozesse in tiefen Minen, wie hier zum Beispiel in den Goldminen in Südafrika untersuchen, wo wir auch die Möglichkeit haben, quasi über die Tunnel in die Hypozentralregion von Beben vorzustoßen. Und was wir in Zukunft dann auch verstärkt wieder durchführen wollen, ist eine Aktivierung der Bohrung, die immer noch offen ist und zur Verfügung steht für Experimente des kontinentalen Tiefbauprogramms der Bundesrepublik Deutschland. Immerhin eine 9,1 Kilometer tiefe Bohrung, in der man wunderbar Experimente durchführen kann. Nun, im Laufe der Zeit sind im Rahmen von der Aktivitäten, die bei uns gelaufen sind, am Geoforschungszentrum zwei Firmen ausgegründet worden. Einmal die Geomekon GmbH, die sich hauptsächlich Fragen der Stabilität von Untergrundbauwerken widmet, Spannungsanalyse, numerische Modellierung, Reservoirmodellierung, das war 2004 und dann 2015 die Firma Fastlog, wo wir versuchen, die Dinge in die Praxis umzusetzen, die wir gelernt haben in der Forschungstätigkeit, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeiten des seismischen Monitorings unter Einsatz von Bohrlochnetzwerken. Und über die Aktivitäten der Fastlog im Zusammenhang mit dem Experiment, über das ich jetzt hier berichte, oder über dieses Fallbeispiel, wird jetzt die Rede von sein. Kurzer Überblick, also nach einer kurzen Einführung möchte ich etwas nochmal kurz ins Gedächtnis zurückrufen, wie induzierte Beben nach heutiger Vorstellung bei der Stimulation, und darüber rede ich jetzt ausschließlich, entstehen. Dann rede ich über die bisher tiefste Geothermiebohrung und einzige in Skandinavien, in Helsinki oder der Umgebung von Helsinki. Dann versuche ich zu erläutern, was wir uns unter adaptiver Stimulation vorstellen. Jetzt geleitet durch die Erfahrungen aus diesem Fallbeispiel, welche Phasen der Stimulation wir unterscheiden können. Und dann am Ende subsumieren, wo wir glauben, wo wir jetzt stehen in unserem Verständnis dieser Prozesse. Also wir wissen alle, bei EGS, also Enhanced Geothermal Systems zur petrothermalen Energiegewinnung, werden im Untergrund Kluftsysteme aktiviert oder auch neu erzeugt. Das brauchen wir, um ausreichende Durchlässigkeiten für den Wärmetauscher zu erhalten. Dabei deformieren wir das Reservoir. Das bedeutet, wir haben Prozesse, die ohne Abstrahlung von elastischen Wellen, also ohne seismische Aktivität ablaufen, aseismisch, und wir haben seismische Prozesse. Die induzierten Beben, die in diesem Zusammenhang auftreten können, können Magnituden erreichen, die so groß sind, dass die Menschen sie an der Oberfläche nicht nur spüren, sondern es tatsächlich auch zu Schadenswirkungen kommt, wie jetzt kürzlich 2017 in Pohang ziemlich dramatisch klar geworden ist mit einem Beben der Magnitude 5,4. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Fortschritte machen bei der Entwicklung sicherer und erfolgreicher Stimulationskonzepte, die für die Energiegewinnung, also geothermische Energiegewinnung, natürlich große Bedeutung haben. Zum Fallbeispiel Helsinki und den abgeleiteten Erfahrungen direkt vorneweg. Also hier geht es um seismisches Monitoring in Echtzeit. Bei einer Stimulation in einer 6,1 Kilometer tiefen Bohrung in Helsinki, die die Steuerung der Stimulationstätigkeit tatsächlich ermöglichte und wodurch es dann auch gelang, Beben einer kritischen Magnitude, die durch ein Ampelsystem vorgegeben war, nämlich Magnitude 2,1, zu vermeiden. Und damit auch zu vermeiden, dass das Projekt abgebrochen werden musste. Stimulationen, das haben wir gelernt, können eine kontrollierte, stabile Phase durchlaufen. Und das ist nach wie vor richtig, der Übergang von stabiler zu instabiler Phase bei der Stimulation, also verbunden mit größeren Beben, der ist tatsächlich nicht vorhersehbar, nicht vorhersagbar. Nochmal, um das ins Gedächtnis zurückzuholen und auch vielleicht ein bisschen in den richtigen
in die richtige Perspektive zu rücken. Das ist hier eine Karte des Kollegen Grüntal zur seismischen Aktivität in Mitteleuropa und Deutschland vor allen Dingen. Und wir sehen hier mit den weißen Kreisen, das sind alles tektonische Beben. Also die überwiegende seismische Aktivität ist einfach tektonisch bedingt. Und die farbig dekorierten Kreise hier, kolorierten Kreise, sind induzierte Beben, basieren ausgelöst durch ganz unterschiedliche Aktivitäten. Also hier zum Beispiel Ruhrkohlebergbau, Saarbergbau, die Erzgewinnung im Lothringen oder hier drüben in Polen die Kupfermine in Rudna, Kali- und Steinsalzbergbau. Und dann gibt es ein paar rote Punkte hier und das sind die Fälle größerer Ereignisse, die aufgetreten sind bei EGS-Projekten, besonders bekannt halt hier unten natürlich Basel und jetzt vor nicht so langer Zeit auch St. Gallen. Nun, ganz einfache Überlegung, wie diese Beben ausgelöst werden, was Sie jetzt nach unserer jetzigen Vorstellung, da hat sich auch nichts dran geändert, was Sie jetzt hier sehen sollen, ignorieren Sie einfach mal diese Mohrkreise und diese Gleichungen da. Das soll eine Schicht, geologische Schicht sein, die dieses Reservoir charakterisiert. Die ist gestört an einer Stelle durch etwas, was wir als eine Abschiebung, also eine geologische Störung, eine Abschiebung bezeichnen. Und diese Störungen sind in der Natur dem natürlichen Spannungsfeld unterworfen, befinden sich dann entweder relativ nahe oder auch weiter entfernt vom Versagensbereich, je nachdem, wie stark sie vorgespannt sind, was wiederum von ihrer Orientierung abhängt. Und wenn jetzt in der Nachbarschaft einer solchen Störung zum Beispiel durch eine Bohrung Fluid injiziert wird in das Reservoir und sich ein, ein Druckpuls sich ausbreitet, dann sorgt er dafür, dass lokal das Spannungsfeld geändert wird. Und der Effekt ist etwa vergleichbar wie beim Aquaplaning. Ja, wenn sich in den Profilrillen Ihres Autoreifens bei starkem Regen ein hoher Wasserdruck aufbaut, dann wird sich der Reibungswiderstand und der Reibungskontakt der Reifen zur Fahrbahnoberfläche ändern und der Reibungswiderstand wird geringer. Die Störung kann aktiviert werden und das kann dann seismisch oder eben auch aseismisch passieren. Das heißt, sie kann einfach abgleiten, ohne dass wir etwas davon merken. Hier ist das nochmal anders dargestellt in diesem Diagramm hier oben. Ich hoffe, Sie können meinen Cursor sehen. Das nennen wir ein Spring-Slider-System. Wir haben hier einfach einen Block, der sitzt auf einer Platte. Der Block und die Platte sind getrennt durch irgendein Medium, was einen bestimmten Reibungswiderstand hat. Und wenn ich jetzt hier an dieser Spiralfeder ziehe, dann stellt sich irgendein Gleichgewicht ein zwischen der Kraft, die ich auf diesen Block ausübe und den Reibungswiderstand. Und während ich hier dran ziehe, bis der Peakwiderstand erreicht ist, speichere ich elastische Verformungsenergie einfach in der Feder. Das kennen wir alle aus der Schule noch. Und es existiert jetzt ein bestimmter Spannungszustand hier in der Grenzfläche. Jetzt stellen wir uns vor, wir bohren hier runter, injizieren ein Fluid mit einem bestimmten Druck, mit bestimmten Raten, mit bestimmter Menge. Dann wird sich hier lokal der Spannungszustand verändern und die Reibungseigenschaften werden sich verändern. Und möglicherweise beginnt dieser Block tatsächlich auch kontrolliert erstmal ganz langsam ein bisschen zu rutschen. Und erst wenn wir nun eine kritische Größe dieses Bereiches haben, über die der Fluiddruck wirkt, der durch die Injektion ausgelöst ist, wird der Block instabil und dann übernehmen sozusagen die äußeren Kräfte, die hier in diesem Schema jetzt stellvertretend stehen für sozusagen die tektonischen geologischen Randbedingungen. Dann gleitet der Block ab und wir können, was dann passiert, nicht mehr kontrollieren. Das wird bestimmt durch die geologischen Strukturen und bestimmt durch die Menge an elastischer Verformungsenergie, die im System gespeichert wurde. Die Magnitude der Beben, deswegen habe ich hier unten nochmal das skalare seismische Moment, was sozusagen ein Maß für die Stärke von Beben ist, übersetzt werden kann in die Magnitude, richtet sich dann nach den elastischen Eigenschaften
in der Umgebung dieser Störung nach der Größe der Verschiebung und der Größe der Fläche, die betroffen wurde. Und wie gesagt, die Verschiebung findet so lange statt, bis die Energie, die das System braucht, die gespeichert wurde als elastische Verformungsenergie, konsumiert ist. Man sieht hier unten, deswegen zeige ich das, ein Beispiel für ein größeres induziertes Beben, diesmal nicht induziert durch Fluidinjektion, sondern durch Bergbau. Das ist in 1400 Meter Tiefe fast, Hypozentrum eines 5,1er Bebens, das sich in einer tiefen Goldmine ereignet hat. Und hier sind wir eben auch in der glücklichen Situation, nachträglich dann tatsächlich die Hypozentralregion besuchen zu können, die durch einen Tunnel erschlossen ist. Und man sieht dann hier, wie diese Bruchflächen aktiviert wurden. Man kann sogar sagen, wie weit die Gesteine da verschoben wurden, die Gesteinsblöcke, weil es hier Felsanker gegeben hat, die zerrissen wurden und verschoben wurden. Das heißt, wir haben eine relativ klare Vorstellung von dem, was dann dort vor Ort auch passiert ist. Aber solche Gelegenheiten haben wir natürlich nicht bei Beben, die jetzt im Untergrund bei EGS-Projekten ausgelöst werden. Jetzt zum Fallbeispiel. Es handelt sich hier um ein Geothermie-Projekt, tiefe Geothermie, was durch die Firma ST1, das ist einer der großen Energieversorger Skandinaviens, initiiert wurde. In einem Vorort von Helsinki. Wir haben Helsinki hier, Downtown, und hier liegt Espö, und das ist der Campus der Technischen Universität von Helsinki, und dort ist jetzt auch dieses Bild hier gemacht worden. Das ist die alte Heizkraftanlage der Universität, und die Idee ist jetzt mit Hilfe dieses Geothermiekraftwerks, was dann hoffentlich entstehen wird, dort eine Wärmeversorgung für den Campus sicherzustellen. Nun, es gibt zur Beschreibung dieses Projektes eine schöne Webseite im Informationsportal Tiefe Geothermie von Anger und Söhne. Wir haben auch hier unten noch eine Adresse, wenn Sie das interessiert, im Web. Und das Ganze ist also die Ergebnisse der ersten Bohrung sind hier publiziert. Die Bohrung wurde abgeteuft 2018 und auch stimuliert. Und was Sie jetzt hier sehen, ist der Bohrturm. Das ist das Innova-Rig, betrieben von Anger und Söhne. Eine Anlage, die von Herrenknecht in Kooperation mit dem Geoforschungszentrum ursprünglich einmal entwickelt wurde. Nun, wie sieht es da aus? Die Bohrung, die erste Bohrung, die Teil einer Doublette sein soll, die zweite Bohrung, das kann ich Ihnen sagen, ist vor kurzem abgeschlossen worden. Die Stimulation dieser zweiten Bohrung ist auch kurz vor dem Abschluss. Darüber kann ich aber jetzt nichts Wesentliches berichten im Moment. Nur vielleicht so viel, dass wir dort auch über Fastlock das seismische Monitoring durchgeführt haben und bisher eben auch wieder kein größeres Ereignis, Gott sei Dank, produziert wurde. Also diese Bohrung ist 6,4 Kilometer Measured Depth. Sie hat eine Open Hole Section, also einen offenen Bereich, 1000 Meter. Ab 5000 Meter Tiefe ist sie abgelenkt worden mit 45 Grad. Die Temperaturen sind in diesem offenen Bereich etwa 120 Grad. Die Geologie ist langweilig, eine geringe sedimentäre Überdeckung und ansonsten alles Kristallingesteine, präkambrische Granite, Gneise, Amphibolite, die nun noch im Präkambrium liebevoll gefaltet wurden und danach alle möglichen tektonischen Überprägungen erhalten haben, wodurch sich dann verschiedene Systeme von Klüften und Störungen entwickelt haben. Es gibt aber in der unmittelbaren Nähe keine einzige seismisch aktive Struktur. Nur 8 Kilometer entfernt von dem Bohr-Ansatzpunkt haben wir eine Störung, die ein bisschen größer ist, die auch tatsächlich mal ein 2,6er Beben beherbergt hat. Die Spannungen in der Bohrung bzw. in der Umgebung wurden abgeschätzt durch ein Gutachten von Geomecon, basierend auf Bohrlochrandausbrüchen und hydraulischer Rissbildung und regionalen Spannungsdaten.
Nun, zur seismischen Überwachung wurden dort verschiedene Netzwerke installiert, und zwar insgesamt 12 Bohrloch-Geophone installiert in Bohrungen zwischen 300 Metern und 1,3 Kilometern Tiefe. Dann in einer Pilotbohrung, die etwas über 2 Kilometer tief war, in einer Tiefe von 2 bis 2,6 Kilometern, eine Kette von Sensoren, 12 Sensoren. Und dann wurde für das, ich sollte vielleicht noch erwähnen, also die Instrumentierung, die Hardware stammt von Asia Instruments, das ist eine amerikanische Firma, die diese Bohrloch-Sensoren spezialisiert vertreibt. Und dann wurde ein Ampelsystem installiert durch die Ingenieurfirma, die britische Ingenieurfirma Arup, die sich auf diese Sensoren, die ich gerade hier beschrieben habe, stützt, aber eben auch auf die 17 Geophone, die dann noch im Bereich der Stadt Helsinki verteilt aufgestellt wurden. Nur ganz kurz zum Ampelsystem. Grün heißt, der Betrieb bei der Stimulation kann einfach weiterlaufen. Das galt bei uns oder bei dieser ersten Stimulation 2018 bis zu einer Magnitude von 1,2. Sobald die überschritten wurde, waren wir also im gelben Bereich. Das bedeutet, bei größeren Ereignissen wurde sofort die Stimulation gestoppt und diskutiert, wie es weitergeht. Kritisch war dann die Magnitude 2,1. Bei Überschreiten der 2,1er Magnitude musste das gesamte Projekt erstmal abgebrochen werden, stillgelegt werden und dann diskutiert werden mit den lokalen Behörden, wie es denn weitergehen soll. Gott sei Dank, wie gesagt, trat dieser Fall nicht ein. Wie hat das System funktioniert? Wie haben wir uns organisiert? Hier ist dieses Satellitennetzwerk kurz skizziert und dieser Sensor-Array in einer Bohrung. Diese Daten brauchten etwa 2 Minuten zum lokalen Datenzentrum, direkt an der Bohrung. Und für die automatische Auswertung über das System von FastLock brauchten wir dann 3 Minuten zu einer ersten Bestimmung der Hypozentrenlage und der Magnitude. Bei Beben, die eine Magnitude von 1 überschritten, haben wir aus Sicherheitsgründen dann sofort eine manuelle Kontrolle eingeführt. Das heißt also, für den Verlauf der gesamten Stimulation 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, hat jemand dann diese Beben kontrolliert. Lokal gab es auch noch eine weitere, wenn Sie so wollen, Sicherheitsstufe, ein Dashboard. Also ein Bildschirm, auf dem die Bebenaktivität in nahezu Echtzeit abgebildet wurde und auch in verschiedene Parameter, die die seismische Aktivität charakterisieren. Und dann zusätzlich noch entweder über SMS oder über Pushover-Nachrichten, das ist jetzt hier mal so dargestellt, übers mobile Telefon, wurden alle Beteiligten, die an dem Ampelsystem mitgewirkt haben, das heißt also die Firma Asia, die Firma FastLock, Firma Arup und der Betreiber ST1, über größere Ereignisse informiert, sodass sofort eine Diskussion eingetreten werden konnte, um zu überlegen, was man weitermacht. Basierend dann auf diesen Informationen und Ergebnissen wurde sofort mit dem Pumping-Team, also mit der Firma, die die Stimulation eigentlich durchführte, die Pumpenbetriebe, das ist Schlumberger, dann rückgekoppelt. Es gab 5 Stimulationsabschnitte, beginnend unten im Bohrloch, Multistage, Packersystem, die geplant waren. Ursprünglich war mal an 14 Tage gedacht, aber durch die Entwicklung, insbesondere eben die seismische Entwicklung, ergab sich dann die Notwendigkeit, diesen Zeitraum auf 49 Tage auszudehnen. Und es wurden insgesamt 18.500 Kubikmeter verpresst bei Kopfdrücken zwischen 60 und 90 Megapascal und Fließraten von 400 bis 800 Liter pro Minute. Vergleich Cooper Basin 20.000 Kubikmeter, Basel 11.000 und Pohang 12.800 Kubikmeter.
Insgesamt während der Stimulationsmaßnahmen wurden, also in diesen 49 Tagen, wurden 6.150 Events in der Nähe der Injektion bestimmt, lokalisiert und Magnituden abgeschätzt innerhalb dieser vorgegebenen Zeitspanne, von der ich sprach, 5 Minuten automatisch plus 10 Minuten mit manueller Kontrolle. Und die Maximalmagnitude, die wir Gott sei Dank nicht überschritten haben, war dann eben, das größte Beben war 1,9, Magnitude 1,9, Cooper Basin 3,7, Basel, wie Sie wissen, lokal 3,4, Momentmagnitude 3 und jetzt Pohang natürlich 5,4. Postprocessing der Daten, also nach der Stimulation wurden noch weitere mehr als 40.000 Events lokalisiert, aber das sind alles sehr, sehr kleine Ereignisse. Und wie Sie hier an der Animation erkennen können, haben wir direkt vom Beginn der ersten Phase ab Aktivität in 3 Clustern entlang der Open Hole Section, also vom Top bis hier im mittleren Bereich und dann das größte Cluster im unteren Bereich dieser Injektion. Das heißt also, eine Trennung der einzelnen Phasen ist nicht gelungen. Der Druckpuls oder während der einzelnen Stimulationsphasen waren diese 3 Cluster immer wieder aktiv. Das heißt, irgendwie hat das Wasser bzw. der Fluiddruckpuls, der ausgelöst wurde durch die Injektion, seinen Weg an den Packern vorbeigefunden, entweder direkt im Bohrloch, weil die Packer nicht wirklich abgeschlossen haben, oder möglicherweise durch eine Störungszone, Schädigungszone in der Umgebung des Bohrlochs. Ja, das habe ich jetzt hier im Wesentlichen eigentlich schon gesagt. Was man vielleicht noch, worauf man jetzt hier noch hinweisen kann, ist, dass diese Cluster, die sich entwickelt haben an seismischer Aktivität, einen klaren Bezug haben zu den tektonischen Vorzugsorientierungen, die wir kannten, also Bruchstrukturen in Nordost-Südwest-Richtung und vor allen Dingen in Nordwest-Südost-Richtung, mehr oder weniger parallel zur maximalen horizontalen Druckspannung, die jetzt aus verschiedenen Messungen auch bekannt war. Gut, was jetzt hier dargestellt ist, auf der linken Seite, ist ein Diagramm, in dem die kumulative abgestrahlte seismische Energie dargestellt ist als Funktion der hydraulischen Energie, also des Inputs an hydraulischer Energie durch nichts anderes als das Produkt von Druck mal Volumen. Und was wir hier sehen können, hier sind 2 Stadien, 2 Phasen dargestellt. Zunächst steigt also die seismische Energieabstrahlung wunderbar linear mit dem hydraulischen Energieeintrag an. In der zweiten Phase, hier mit grün dargestellt, ist dann die Entscheidung getroffen worden, die Fließraten zu erhöhen und auch den Druck zu erhöhen auf, ich glaube, 90 Megapascal. Und das hat dann automatisch dazu geführt oder sofort dazu geführt, dass während dieser Phase ein nichtlinearer Anstieg in der freigesetzten Energie stattfand. Das haben wir sozusagen quasi in fast Echtzeit auswerten können. Und das hat dazu geführt, weil dann einige Beben auftraten mit einer Magnitude Größe 1, dass die Injektion erstmal gestoppt wurde. Und wir darüber diskutiert haben, was man nun machen kann. Und das führte dazu, dass uns aufgefallen ist, dass in diesem Diagramm ist hier die Maximalmagnitude der Beben, die wir beobachtet haben, aufgetragen gegen das kumulative Volumen. Und wir sehen jetzt hier für die erste Phase diesen linearen Anstieg. Das sind immer kleine Stufen, weil es mal größere, mal kleinere Beben gegeben hat. Und daraus leitete sich dann sofort die Erkenntnis ab, dass es hier offensichtlich so ist, dass die Injektion zu einem stabilen Anstieg der seismischen Aktivität führte. Aber wenn man das extrapoliert, wenn man diesen Trend extrapoliert, sieht man hier, zu der Fluidmenge, die verpresst werden sollte, Entschuldigung,
war klar, dass wir auf jeden Fall die Latte reißen und über 2,1 kommen in der Magnitude, was ja vermieden werden musste. Das heißt, an der Stelle musste dann überlegt werden, wie kann man jetzt die Stimulationstätigkeit so beeinflussen, dass wir wegkommen von diesem nichtlinearen Trend bei der Energieeffizienz und das hier und diesen Trend hier abflachen können. Das haben wir dadurch erreicht, dass oder wurde dadurch erreicht, dass der Kopfdruck massiv reduziert wurde unter die 90 Megapascal und dass der Injektionsplan ad hoc geändert wurde, also adaptiv sozusagen auf Basis der Erkenntnisse aus der Echtzeitbeobachtung der seismischen Aktivität. Es wurde jetzt in einzelnen Intervallen injiziert, über 18 Stunden, jeweils unterbrochen durch einen halben Tag Ruhephase, ohne Bleed-off, also einfach nur Stopp der Injektion. Und das hat dann dazu geführt, wie Sie hier erkennen können, die einzelnen Farben sind jetzt die unterschiedlichen weiteren Stadien der Injektion, hat einmal dazu geführt, dass wir diesen nichtlinearen Trend, diesen nichtlinearen Anstieg brechen konnten. Das ging also linear weiter hier. Das heißt, der Quotient aus der abgestrahlten Energie und der hydraulischen Energie, die Injektionseffizienz, wenn Sie so wollen, blieb konstant. Und es ist uns gelungen, hier die Maximalmagnituden zu begrenzen bis zum Ende der Injektion. Das heißt, der Trend wurde abgeflacht. Der Gedanke, der das getragen hat, war eigentlich nur der, dass wir gesagt haben, okay, wir bringen potenzielle Energie in das System, wir blasen das sozusagen auf durch die Injektion. Wir machen das mit einer bestimmten Rate und diese Rate ist viel höher als die, die das System zur Verfügung hat, um diese potenzielle Energie, die wir da reinbringen, die Arbeit, die wir verrichten, auch irgendwie zu dissipieren. Und wenn wir den Prozess verlangsamen, wird das möglicherweise dazu führen, und das hat auch dazu geführt, dass wir den drastischen Anstieg der seismischen Aktivität und der Magnituden begrenzen. So, und dann stellt sich natürlich, wenn sowas dann erfolgreich geglückt ist, nach der Freude auch die Frage ein, haben wir jetzt einfach Glück gehabt, dass das einem simplen mechanischen Modell entsprochen hat, was wir da beobachtet haben, oder gibt es gute physikalische Gründe, die wir geltend machen können, warum das häufiger so verläuft? Und wenn man das testen will, muss man sich einfach mehr als ein Projekt anschauen. Und genau das haben wir dann im Nachgang bei der sozusagen wissenschaftlichen Bearbeitung auch gemacht. Was Sie jetzt hier sehen, sind ein bisschen verwirrende Plots. Das ist das kumulative seismische Moment und hier ist das kumulative initiierte Volumen. Und zwar jetzt für eine Vielzahl von EGS-Projekten, bei denen wir Zugang zu den Daten haben. Und die Idee hinter dieser Geschichte war jetzt, dass wir nicht, wie das üblicherweise gemacht wird, nur auf die Maximalmagnituden, die produziert wurden bei diesen EGS-Projekten schauen, sondern wir schauen uns an die zeitliche Entwicklung bzw. die Entwicklung der Seismizität mit der Injektion des Fluids. Und was man dann ganz erstaunlich sehen kann, ist, dass über einen großen, jetzt ausgedrückt in Volumen, über einen großen Bereich, den längsten Bereich der Stimulation, hier ein linearer Trend existiert zwischen dem abgestrahlten seismischen Moment und dem initiierten Volumen. Das gilt auch, wenn man jetzt hier die Arbeit betrachtet. In den einzelnen Projekten sind ja die Pumpendrucke unterschiedlich gewesen und so weiter. Man sieht einfach, hier gibt es bei den meisten Projekten einen linearen Trend. Das heißt, für einen Großteil der Injektion können wir tatsächlich sagen, der Vorgang ist druckkontrolliert durch die Injektion abgelaufen, so wie bei uns in Helsinki. Das ist hier die grüne Kurve. Und während dieses Prozesses haben wir theoretisch die Möglichkeit, den Stimulationsvorgang tatsächlich auch zu kontrollieren und zu beeinflussen.
Nun, die schlechte Nachricht ist, oder nee, zunächst nochmal eine weitere gute Nachricht. Es gibt Projekte, bei denen man sehr deutlich erkennen kann, dass dieser lineare Zusammenhang zwischen dem seismischen Moment und der hydraulischen Energie oder dem Volumen, den wir auf der Basis von einfachen Modellen, mechanischen Modellen erwarten würden, nicht besteht, sondern ein sehr steiler Anstieg von Anfang an zu beobachten ist. Das gilt zum Beispiel hier sehr deutlich für Pohang. Die einfache Information, die das beinhaltet, ist, dass hier die Aktivität bei den Stimulationsmaßnahmen das Geschehen nicht wirklich kontrolliert oder beeinflusst, sondern die tektonischen Randbedingungen, also ausgedrückt meinetwegen durch eine Störung, die unter hohem Druck, unter hohen Spannungen steht, diktiert das Geschehen. Das ist etwas, was man nicht kontrollieren kann, und die Gefahr einfach in so einer Situation ist enorm, dass sich dann, und das hat sich ja auch in Pohang bestätigt, ein großes Beben ereignet. Jetzt zur schlechten Nachricht. Wenn Sie sich diese orange-gelbe Kurve anschauen, das ist Basel. Basel zeigt nach diesem typischen initialen kurzen Anstieg hier einen wunderbaren linearen Trend. Und am Ende kommt es dann doch zu einem unerwünschten, etwas größeren Ereignis, in dem Fall Lokalmagnitude 3,4, Momentmagnitude 3. Die Kollegen dort in Basel, soweit wir das beurteilen können, haben wirklich alles richtig gemacht. Es gab ein gutes Ampelsystem, es gab eine gute seismische Überwachung. Wenn man die seismische Effizienz bei der Injektion, das habe ich jetzt hier nicht dargestellt, sich anschaut, dann fällt die sogar ab. Das heißt also, die Abstrahlung von seismischer Energie als Funktion des injizierten Volumens nimmt ab. Und dann tritt so ein Ereignis ein. Und das ist etwas, was wir tatsächlich nicht kontrollieren können. Sodass wir eigentlich sagen können, wir sehen tatsächlich jetzt, wenn wir uns all diese Projekte anschauen, in der Zusammenfassung lineare Trends. Das ist eine gute Nachricht. Wir sehen auch, dass sich möglicherweise spannende Situationen, gefährliche Situationen durch den Trend direkt von Anfang an andeuten. Wenn wir Injektionen in das mehr oder weniger gleiche Reservoir miteinander vergleichen, das kann man beim Beispiel von Sulz sehr gut machen, dann sieht man, dass nach einer Stimulation das Reservoir permanent gestört ist. Das heißt also über lange Zeiträume gestört ist. Das hier ist die Injektion Sulz 93. Und die hat einen vollkommen anderen Verlauf als die von 2000. Das ist hier diese blaue Linie. Oder nochmal mit einer ganz anderen Charakteristik, die Injektion von 2000, von 2003. So, Lessons learned. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Induzierte Seismizität und Bruchentwicklung während der Stimulation verlaufen häufig stabil über lange Injektionsspanne und unabhängig vom tektonischen Regime. Der Fluiddruck in einem Reservoir nach einer Stimulation bleibt über lange Zeiträume gestört, und instabile Breakaway-Rupturen, die zu größeren Ereignissen führen, können sich bereits zu Beginn einer Stimulation ankündigen. Das kann man nur erkennen, wenn man in naher Echtzeit mit maximaler Auflösung, also am besten Bohrlochstationen, das seismische Monitoring durchführt. Der Übergang von stabiler, kontrollierter Seismizität zu einem tektonischen Erdbeben geschieht abrupt und kann bisher nicht vorhergesagt werden. Ampelsysteme müssen, das sagte ich jetzt schon, wiederhole es nochmal, durch seismisches Monitoring nahe Echtzeit informiert werden, und das muss auch begleitet werden von einer schnellen Bestimmung wichtiger seismischer Parameter wie Hypozentrum und Lage des Hypozentrums und Magnitude. Und habe ich auch schon gesagt, seismisches Monitoring sollte auf hochauflösenden Bohrlochstationen wie hier in Helsinki durchgeführt basieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es ist mir gelungen, die zentralen Ideen, die wir aus diesem Projekt ableiten konnten, zu transportieren. Und ich denke, da können wir einiges an Optimismus daraus ableiten, was die Durchführung von Stimulationsmaßnahmen in EGS-Projekten betrifft. Und Herr Schneider, Sie haben mich gebeten, hier noch dieses Diagramm am Ende zu zeigen. Das mache ich jetzt.
Okay, herzlichen Dank. Das ist schon die Vorschau auf nächste Woche, aber wir wollen noch Ihren Vortrag diskutieren. Vielen Dank für den sehr interessanten Beitrag mit den sehr vielen Daten, sehr ausführlich. Es gibt auch schon erste Fragen im Chat. Und zwar ist das Projekt in Finnland per se ein IGS-Projekt mit Doublette, Ziel Wärme- und Stromerzeugung? Wärme und es ist eine Doublette. Die zweite Bohrung, ich versuche das mal anzudeuten hier, das kann ich jetzt noch nicht zeigen, weil wir auch die Freigabe der Daten da natürlich noch nicht haben. Die zweite Bohrung ist nur unweit entfernt mit dem Bohransatzpunkt auf demselben Gelände hier. Und der Verlauf, wenn man es auf der Karte anschaut, Moment, ist etwa so. Also die Bohrung ist auch abgelenkt, auch in derselben Tiefe abgelenkt und verläuft etwa in 500 Meter Entfernung, 600 Meter Entfernung parallel zu dieser ersten Bohrung. Sie wurde eben jetzt über den Verlauf der letzten 14 Tage stimuliert. Wir haben keine größeren Events, Gott sei Dank, erhalten. Gut, dann schließt sich dazu eine Frage an. Und zwar, lässt sich etwas zum Erfolg der Stimulationsmaßnahmen in Helsinki sagen? Gab es bereits Fördertests? Wenn ja, welche Fließraten konnten erreicht werden? Es gab noch keine. Welche Fließraten erwarten Sie? Ja, also da bin ich kein Fachmann. Es gab aber noch keine Fördertests bisher. Welche Fließrate erwarten Sie bei dem Projekt? Das kann ich Ihnen gar nicht aus dem Kopf sagen. Also ich glaube, das Ziel ist, dass es am Ende möglich ist, damit 2 Megawatt Wärme zu erzielen. Was ich vielleicht dazu noch sagen könnte, ist, dass es gelungen ist, das wissen wir aus der ersten Simulation, die Durchlässigkeit jetzt abgeschätzt aus den Tests, die durchgeführt wurden, den hydraulischen Tests, ist um 2 Größenordnungen angestiegen nach der Simulation im Vergleich zu vor der Simulation. Das ist eigentlich alles, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ja, okay. Wenn wir gerade auf der Folie sind, gibt es da noch eine Frage dazu. Und zwar, Sie haben jetzt hier auch zum Vergleich des Cooper Bells in Basel oder Pohang angeführt mit den Wasserinjektionen. Wissen Sie, wie viel in Hannover injiziert wurde beim Genesis-Projekt? Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Okay. Und wie waren denn die Kopfdrücke bei diesen Ja. Projekten im Vergleich? Also die Kopfdrücke waren in einer ähnlichen Größenordnung. Man ist ja da eigentlich nach oben hin durch die Pumpleistung begrenzt. Die Schlumberger Pumpen, die wir zum Beispiel in Helsinki hatten, konnten maximal 90 Megapascal. Das waren 3 Pumpen und deren Maximalleistung war 90 Megapascal. Bei der jetzigen Stimulation sind die Kopfdrücke begrenzt gewesen auf 700 Bar, also 70 Megapascal. Das ist so die Spanne eigentlich. Okay, dann die Frage, wie viel der eingebrachten Stimulationsenergie geht verloren durch eine gestufte Pumpleistung mit Abschaltphasen? Moment. Das kann ich nicht sagen. Was wir nur sagen können, ist, welchen Einfluss diese Abschaltphasen, also diese gestufte Pumpleistung mit Abschaltphasen, auf die Entwicklung der seismischen Aktivität hat. Also mit anderen Worten, wenn wir weitergemacht hätten, wie jetzt hier in der Phase 2, mit Kopfdrücken von 90 Megapascal und 800 Litern pro Minute, dann hätte sich die seismische Entwicklung vollkommen anders dargestellt. Ja, das wäre mit Sicherheit hier nicht linear weiter angestiegen. Und das ist eben sozusagen der erzielte Effekt, dass wir das verhindern konnten. Quantifizieren kann man das nicht. Also ich weiß ja nicht, was dann unter welchen Umständen als abgestrahlte seismische Energie freigesetzt wird. Das ist ja auch von den tektonischen Randbedingungen abhängig. Also welche Störungen gibt es und so weiter. Und welche Störungen aktiviere ich jetzt zu welchem Zeitpunkt im Untergrund? Ich kann nur darüber spekulieren und sagen, okay, der Trend, den wir hier beobachtet haben, wenn ich den einfach fortsetze, dann sehe ich einen erheblichen Unterschied zwischen der seismischen Effizienz bei Betriebsbedingungen wie in der Phase 2
und denen, die wir dann später gewählt haben. Aber das kann man praktisch in Echtzeit betrachten oder nahe Echtzeit. Nochmals die Rückfrage. Sie haben ja das dann nach P2 haben Sie das ja geändert und haben dann Pausen eingelegt. Genau. Und in diesen Pausen hatten Sie dann das Bohrloch komplett verschlossen oder war das offen? War kein Bleed off, nichts, kein Rücklauf, gar nichts. Wurde einfach verschlossen und 12 Stunden gewartet und dann weitergemacht. Da gibt es dann noch eine Frage und zwar zur Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf die Kaltwasserinjektion bei hydrothermalen Projekten. Ja, also da muss man jetzt, muss ich zwei Dinge zu sagen. Wir haben jetzt hier nur die Effekte an diesem Beispiel und an anderen Beispielen, an Datensätzen uns angeschaut, die den Fall betreffen, wo wir induzierte Seismizität ausgelöst durch Stimulationsmaßnahmen haben. Und wo wir mit bei den Fluidvolumina, die da jetzt verpresst werden im Zusammenhang mit einer Stimulation, davon ausgehen können, dass diese mechanischen Effekte, über die ich am Anfang in meinem Schema da versucht habe, etwas zu sagen, der auslösende Faktor ist, also die Perturbation oder die Veränderung des lokalen Spannungsfeldes durch eine Veränderung der Fluiddrucke. Es gibt natürlich noch einen zweiten Aspekt, den man im Auge haben muss und der sicherlich eine große Rolle spielt, wenn man über einen langfristigen Betrieb nachdenkt oder, was Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, Kaltwasserinjektionen in hydrothermale dargestellt. Und das ist einfach ein thermischer Effekt. Der thermische Effekt führt ja auch dazu, dass wir lokal um die Bohrung das Spannungsfeld verändern und damit dann möglicherweise auch seismische Aktivität auslösen können. Das ist zum Beispiel ein Thema, was wir am Beispiel von The Geysers, also einem Hochtemperaturfeld in Kalifornien, untersucht haben. Das, was ich jetzt hier präsentiert habe, daraus kann man keine Rückschlüsse ziehen auf hydrothermale Reservoire. Hier geht es ausschließlich um das Problem, mit dem man konfrontiert ist, wenn man eine tiefe geothermische Lagerstätte erschließt. Und man muss dazu dann die Durchlässigkeiten über Stimulationsmaßnahmen erhöhen. Wie kann man das möglicherweise beeinflussen? Nur darum geht es. Und auch nur darauf ist es anwendbar. Okay, gut. Aber dann kommt hier gleich die nächste Frage zu dem Thema. Gibt es eine Abschätzung, welche Rolle die Abkühlung des Reservoirs spielt? Also durch diese Kaltwasserinjektion. Für die seismische Aktivität? Letztendlich ja. Okay. Das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Da kann man wunderbare theoretische Modelle zu machen, numerische Modelle, aber es ist sicherlich vernünftig und das ist sozusagen bei uns auf der To-Do-List, wenn man sich Projekte anschaut, die über einen größeren Zeitraum laufen. Wir sind bisher einfach noch nicht dazu gekommen, zum Beispiel zu schauen, wie die, wenn das denn überhaupt möglich ist, weil die Daten dann auch zur Verfügung stehen, wie bei petrothermalen Projekten, die über einen längeren Zeitraum laufen, also beispielsweise Landau oder Insheim oder so, sich die seismische Effizienz entwickelt. Ja, dann könnte man unter Umständen auch etwas sagen, was die thermische Entwicklung betrifft, also den Einfluss der thermischen Entwicklung. Konnten Sie feststellen, wie hoch das Delta T, also der Unterschied der Temperatur war? Nein. Ehrlich gesagt, wir haben uns auch nicht darum bemüht. Das war nicht unsere Aufgabe und stand jetzt auch nicht im Zentrum der wissenschaftlichen Betrachtung im Nachgang. Ich denke, dass man dazu sich ein paar Überlegungen machen kann mit einem Modell. Würde ich jetzt nicht für so schwierig halten. Man weiß ja, das war einfach Tapwater, was da, also 25 Grad, was da initiiert wurde, in ein Reservoir, bei dem die Temperaturen 120 Grad sind. Man kennt die Menge, daraus kann man dann wahrscheinlich abschätzen, wie die Temperaturen sich verändert haben. So,
Oder nochmal eine Frage zu dem Schwellenwert von 2,1. Wie kamen Sie auf diesen Schwellenwert? Ja, das war die Arbeit von ARUP. ARUP hat mit den lokalen Behörden, aber vor allen Dingen mit dem wichtigsten Stakeholder, das ist die Universität gewesen, gesprochen, welche maximalen Bodenbeschleunigungen denn sozusagen verträglich sind. Man muss sich jetzt vorstellen, ich habe ja das Bild gezeigt, gegenüber von dieser alten In diesem alten Kraftwerk befindet sich das Physikalische Institut und in dem Physikalischen Institut steht ein Superrechner und da stehen Transmissionselektronenmikroskope und die haben klare technische Spezifizierungen, was die ertragen und was sie nicht ertragen. Und daraus hat ARUP dann, ist ARUP dann letztendlich auf diese 2,1 gekommen. Gut, dann gibt es hier noch eine schöne Frage zum Abschluss. Was ist das nächste Projekt von Fastlock? Also das nächste Projekt von Fastlock. Aktuell sind wir gut beschäftigt mit der seismischen Überwachung der Stimulation in Helsinki, der zweiten Bohrung, die jetzt nahezu abgeschlossen ist. Aber die Überwachung findet natürlich auch nach dem Abschluss der Injektion noch eine Zeit lang statt, weil wir ja wissen, dass häufig auch Beben, so war das übrigens auch bei der ersten Stimulation, nach dem Shut-in auftreten. Und dann werden wir möglicherweise auch mitwirken bei dem nächsten geplanten Geothermieprojekt in Schweden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. So, jetzt muss ich, glaube ich, wieder Ihre Folie zeigen hier, ne? Genau. So. Genau. Dann erstmal herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Dresen, für den sehr interessanten Vortrag und die vielen Informationen. Bis wann denken Sie, dass die Ergebnisse dann vorliegen aus der Bohrung? Aus der zweiten Bohrung? Nun, wir können da sicherlich relativ schnell zur Ausweitung schreiten, das ist natürlich jetzt sozusagen dann von SD1 abhängig, inwieweit auch diese Daten dann großzügig für eine weitere wissenschaftliche Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden, sodass man die Erfahrung daraus dann eben auch teilen kann, so wie ich das jetzt hier versucht habe mit dem Vortrag. Dazu kann ich noch nichts sagen. Aber die Bearbeitung braucht nicht so lange. Okay, gut, dann nochmals herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, das vorstellen zu dürfen. Ich möchte dann auf unseren nächsten Vortrag hinweisen. Er findet nächste Woche statt. Wir werden diesen in Englisch anbieten, obwohl Daniel Mölk ein Deutscher ist. Aber ich denke, das Thema wird auch international bekannt, interessant sein. Es geht um die geothermische Projektentwicklung in Indonesien und was die Tochterfirma der STEAG dort bisher erreicht hat und wie sie weiter vorgehen wird. Würde mich freuen, Sie in einer Woche wieder begrüßen zu dürfen und ja, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute. Bis dann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke.